So, hallo und alle zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine weitere Minecraft-Map, eine kleine Minecraft-Puzzle-Map für die 1.9, die ein bisschen anders ist als die Maps, die man sonst kennt. Ich habe die 1.94 drauf, funktioniert einigermaßen wunderbar. Sie heißt Infinity Loop. Hier sieht es aus wie so ein bisschen eine zerstörte Ecke. Das hat insgesamt 18 Level, durch die wir uns durcharbeiten können. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen rein, erklären es gleich mal, worum es geht. Das Ganze hat wieder ein Map-internes Resource-Pack drin, das heißt, es sieht so aus, so ein bisschen grünlich mit Linien. Und vielleicht kennst du einen oder anderen, vielleicht gibt es auch wieder ein App-Spiel oder sowas, wo das nachempfunden ist, das kann gut sein. Weiß ich gerade nicht. So, jetzt sind wir in dem richtigen Raum drin gelandet. Hier müssen wir reingehen zum Starten. Wir können noch ein paar Einstellungen machen. Wir müssen die Soundeffekte, wie ich das gesehen habe, auf 100% stellen, denke ich mal so. Partikel sind an, Soundeffekte sind an und nicht schummeln, einfach das Puzzeln machen, mit dem Texturenpack spielen und Sounds on 100% on Voice. Alles klar. Inspired by Loop M Mobile Game. Okay, dann ist doch wieder eine Minecraft-Version zu einem Mobile Game, was wir so sonst als Handy-App wahrscheinlich kriegen. Okay, dann gehe ich mal los und sage Start und wir schauen mal, was da abgeht. Your Game Mode has been updated to Adventure Mode, das heißt, wir sind Adventure Mode hier ausnahmsweise drin. Und vielleicht kennst du ein oder andere. Hier drüben gibt es auch immer eine Beschreibung, wie das funktioniert, links und rechts. Das heißt, da gibt es eine Anleitung davon. Wir können mit WASD uns jetzt hier bewegen auf einem Feld. Wir haben in der Mitte einen Cursor, der brennt und damit können wir jetzt arbeiten. Wenn wir Rechtsklick machen, können wir damit einige Stücke rotieren, wie ihr sehen könnt. Also rechtsklick, dann rotieren wir jedes Mal jeweils das Ganze mal. Und dann können wir eine Form erschaffen, wie wir sie haben wollen. Das Ziel bei dem Spiel ist, wie ihr in der rechten Seite sehen könnt, click the pieces to create a closed shape. Also eine geschlossene Form muss dadurch entstehen. Und it could be one or more. Okay, es können auch mehrere geschlossene Formen sein. Es muss nicht nur eine Form sein. So, auch als Regel ist nicht in F1 gucken, weil dann, okay, dann sieht das so aus. Alles klar, F1 nicht gut. Und, nicht schummeln. Voice ist hoch. Look for texture back, draw soft. Okay, ja, das wissen wir ja schon. Und dann mache ich mal ganz kurz hier. Drehe das auch richtig. Dann steht da, you finish. Level 1 complete. Wir haben noch 17 weitere vor uns. So, und jetzt haben wir die nächste Form. Die sieht aus wie ein irgendwas. So, dann können wir das hier mal so schließen. Das schließen wir. Rotieren, 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 rotieren. Das will gerade nicht rotieren. Geht das wenigstens rotieren? Ja, das geht rotieren. Und das geht auch rotieren. You finished, Level 2. Okay, das war jetzt auch nicht allzu schwer. Wir haben ein bisschen mehr zu tun. So, und hier müssen wir auch wieder Closed Shapes machen. Ich würde mal sagen, wir müssen einfach die Dinger ändern. So. Und hier oben das. Und dann haben wir den Next Closed Shape. Und das ist jetzt auch wieder, ist wirklich wieder Minecraft Vanilla sozusagen. Also keine Modifikationen sind drin. Oben links seht ihr das 1.04 Minecraft Vanilla. Da hat keiner was geschraubt und ich finde es einfach cool, dass solche Dinge generell möglich sind. So. Und dann machen wir den hier und dann machen wir den hier, den hier, den hier, den hier und den hier. Wusch. Wusch. Und dann hat sich das wieder gedreht. Alles klar. Dann wird das jetzt, das nächste Level ein bisschen komplexer. So. Können wir vielleicht so drehen. Das drehen wir so, das drehen wir so, das drehen wir so. Machen auch wieder eine Closed Form draus. So was. Jo, sowas hier vielleicht. So was und so was. Na, so was. Next one. Next one. Nice one. Oh, dieses Soundpack erinnert mich jetzt gerade irgendwie an den Lytra Flight Poker. Wer die Map nicht gesehen hat, nicht an Lytra Flight Poker, an. Wie heißt's? Terra Soup Force. Der sollte sich die Adventure Map gerne mal anschauen, weil die ist geil. Okay, das hier scheint anscheinend so nicht zu funktionieren. Okay. Okay. Das ist gerade etwas irritierend. Okay, so vielleicht. Ja, so sieht das besser aus. Dann können wir das hier verbinden. Dann können wir das da verbinden. Das hier unten sind Enden, wo praktisch nur ein Strang weg muss. Wusch. Zack. Wusch. Die Soundeffekte, Alter. So. Das hier oben drehen wir auch mal wieder so ein bisschen gerade. Das nach da. Das. Ja, okay, das riecht schon förmlich so, dass wir das so machen müssen. Sowas vielleicht. Sowas vielleicht. Ja, so vielleicht.
Komm schon, Rechtsklick. Dreh dich. Wahrscheinlich ist das auch wieder nicht für die 1.9 gewesen, von daher. Kann gut sein. Dann das drehen wir so nach oben und das drehen wir so nach oben und das drehen wir so nach oben. Wusch. Wusch. Finished. Level 7. Und jetzt, oh, jetzt wird's groß. Aber ich denke mal, das folgt immer nach denselben Regeln, hätte ich jetzt gesagt. So was hier, dann das nach oben, das nach unten. Das so, das so. Na, ja, ja. 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 Jetzt wird's blöd wieder. Ich denke mal, das Ding muss eher. Warte, warte, hatte ich gerade richtig? Das muss so in die Richtung. Das so wahrscheinlich. Das so, das so. Das so. Und ich probiere so per Ausschlussverfahren jetzt einfach zu machen. So vielleicht ein bisschen. So vielleicht ein bisschen. Sowas. Ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Sowas könnte auch sein. Und sowas könnte sein und sowas auch. Zack, you finished. Also da kann man sich immer so ein kleines bisschen vorarbeiten, um die Dinger zu lösen. Ist halt einfach im Puzzle-Stil gemacht. So, den drehen wir nach unten, den nach da, dann den nach da. Den so. Den so, glaube ich, vielleicht. Den so. Den so vielleicht, ja. Ich würde interessieren, wie der Redstone-Hände aussieht, dass er einfach die ganzen Sachen schnallt, halt. Dass der sowas auch schnallen kann. Und jetzt nochmal. Yes! You finished! Jetzt sind wir bei Level 9. Ja, das sieht ja jetzt mal wieder, interessant aus. Kann ich hier überhaupt irgendwas? Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier oben so sein soll. Ich glaube nicht. Vielleicht kann man hier so ein bisschen was machen. So ein bisschen was wieder. Warte, warte, warte. So ein bisschen was wieder. Dann einfach die komplette, einfach zu einer großen Form komplett verbinden. So was. Da vielleicht, warte, da komm schon, dreh dich. Und der auch. Yes, yeah, Stage 10. Wir kommen gut voran, wir sind bei über der Hälfte schon längst drüber. Einfach ein bisschen probieren. Ich bin so der Probiermensch immer, der bastelt. Keine Ahnung, meistens so, es funktioniert, aber keine Ahnung, wieso es funktioniert. Hauptsache es funktioniert. Der einzige Sinn, dass es funktioniert, aber nicht wieso es funktioniert. Ich meine, gibt's halt nichts, um sich drüber zu beschweren. Hauptsache es geht und fertig. Kann man irgendwie so vielleicht, ja, ja, nee, da war schon richtig, gerade so. So vielleicht. Ja. So vielleicht. You finish. Meistens auch was symmetrisch, das heißt, wenn man es auf einer Seite richtig hat, dann kriegt man das auch auf der anderen Seite. So, was haben wir denn hier? Da vielleicht sowas. Nochmal sowas. Sowas eventuell. Sowas. Sowas. Ja, die haben natürlich alle Teile so richtig schön falsch rumgedreht. Hauptsache man wird dabei verwirrt. Sowas vielleicht. Ja. Ich hätte gesagt, sowas hier. Und sowas hier. Aber dann hängt sie vorne. Jetzt geht's. Wusch, jedes Mal. You finish. Jetzt sind wir bei Stage 12. Schätze mal, das müssen wir zwar drehen. Das müssen wir einmal hier rüber drehen. So. So. Anders kann es gar nicht sein. Dann das nach da und das nach da. Ja, er hat wieder gesagt, hier gedreht, ne? So, das nach unten, das nach da. Das nach oben. Und das nach da.
Wusch. Wusch. Ja, Stage 13. Also kriegen wir die Map, denke ich mal, durchgespielt noch. Hauptsache Wusch und alles ist gut. So, das drehen wir nach da, das drehen wir nach da. Oder? Oder sollten wir das tun oder sollten wir das nicht tun? Das ist die Frage. Vielleicht ist das wieder was Unabhängiges. Hier unten, sowas. 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 Und dann das nach da und das nach da. Wusch. Wusch. Ja, läuft doch. Level 14 sind wir. Dann, Anni, warte, das war schon richtig gerade. So. Dann das nach unten. Ist irgendwie. Irgendwie so, vielleicht. So vielleicht und so vielleicht. Next one. Nice one, Jobs, ich kriege jetzt mal Schaden, ne? 15 sind wir. So, dann das verbinden wir wieder. Nee, warte. Das muss ich auch connecten. Sowas hier. Ist das so korrekt? Das ist die Frage, wenn jetzt ändern wir gleich noch was. Jedenfalls das und das muss verbunden werden. So. Das würde ich mal nach oben drehen. Das würde ich auch mal nach da drehen. Das würde ich nach da drehen. Und jetzt ist hier die Frage, was machen wir denn mit denen hier? Das sieht aber gar nicht mal gut aus. Ah, ich weiß, was ich damit mache. Ich mache das so. Und ich... Nee, warte. Kann man das? Müssen wir eigentlich so können, ne? Yes, geht auch. Mit ein bisschen Basteln geht alles. Ja, es wird auf Dauer schwerer, denke ich. Muss noch ein bisschen rumwursteln. Ja. Den muss ich hiermit auch connecten. Ich würde mal sagen, das kommt dann so hin, das kommt dann so hin. Das kommt so hin. Das kommt so hin. Das kommt so hin. Oder? Nein, das kommt nicht ganz so hin. So, irgendwas stimmt hier noch nicht. Was ist, wenn ich das nach unten drehe und das dann jetzt nach da? Next one. Nice one. Sag ich doch. Stage 17, das vorletzte. Ja gut, wenn man an den Bogen so raushört, dann geht's ja eigentlich mal in der Regel. So, dann können wir den so drehen. Ne, warte, das war schon richtig. Das drehen wir so. Das drehen wir auch so. Und das machen wir auch gerade. Stage 18 ist jetzt das letzte, soweit ich das gesehen habe. Das letzte Level, jetzt muss aber was Schweres kommen. Etwas Schweres, Unlösbares. Oder so. Ja, sowas. Kurz Hals anrumpelt. Dann das drehen wir auch wieder und das war jetzt. So als easy. Ah, 19 gibt's auch noch. 19 gibt's noch. Ich habe eigentlich nur 18 gesehen gehabt, deswegen habe ich gedacht, es gäbe nur 18. Habe ich wieder nicht aufgepasst. So ist irgendwie, ja. Dann drehen wir den runter. Den dahin. Genau, sowas vielleicht. Sowas vielleicht. Das sieht doch mal gut aus. Das sieht auch gut aus. You finished. This is the end of my map. I hope you like it. More parts are coming soon. So don't forget to subscribe on Planet Minecraft. Jo, hier nochmal. And then this is a little 10 subscriber special. Thanks to you guys. Jo. I really hope that I can get 20 subs soon.
When you like the map, check me out on Planet Minecraft. And of course, give a diamond. Thanks for supporting me. Now you can step on this pressure plate to begin new or make individual levels. Alles klar, da kannst du drauf gehen und dann kannst du selbst, so wie es aussieht, Karten mit erstellen. Ich habe nur die 18. Stage gelesen, deswegen kein weiterer Button für die anderen. Deswegen ich dachte, es gibt nur 18, aber anscheinend gibt es 20. Jo, die Infos, was da abgeht, habt ihr bekommen. Link dazu auch nochmal in der Videobeschreibung, checkt's aus. Und dann, ja, wär's das von der Map gewesen. Ich bin einfach fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis demnächst. Lass krachen und tschüss.